Na, hast du gemerkt, dass das ein Sechzehntel-Pattern war? Oder hattest du vielleicht das Gefühl, dass wir in irgendeiner krummen Zählzeit stecken und da was Interessantes passiert? Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie Subdivisionen dein eigenes Spiel aufspeisen können, dann schau doch mal in meinem Gastpaket auf der Handpan-Schule vorbei. Bis gleich.